Namaste, ihr Yogis. Yoga Steps ist hier wieder für euch. Es ist Montag und es ist wieder Zeit für ein weiteres Video auf Deutsch. Heute wird es ein kurzes Video werden, weil ich euch den Wake-up vorstellen möchte. Ich habe mit Lauren Walker studiert und sie hat ein Training angeboten in Energy Medicine Yoga. Und in diesem Training wird die traditionelle chinesische Medizin, die Meridiane, in das System des Yogas integriert, und es war sehr interessant für mich, sehr aufschlussreich. Und dieser Wake-up ist etwas, was mich seit Wochen am Morgen begleitet, was deinen Energiekörper beschützt, deinen Energiekörper stärkt, in Balance bringt, dass die Systeme, die verschiedenen Energiesysteme ideal miteinander arbeiten können. Von daher dachte ich, möchte ich diesen kurzen Wake-up euch heute mal vorstellen. Das Einzige, was du brauchst, ist dich und ein Platz, wo du dich hinstellen kannst. Ich bleibe sitzen am Anfang, sodass du die Punkte besser sehen kannst, die wir bearbeiten, weil die ersten Punkte in diesem Bereich etwas sind, dass ich etwas näher an der Kamera bin. Ich möchte, dass du jetzt auf deine Füße stellst, deine Füße etwas separierst, deine Füße geerdet auf dem Boden spürst, deine Schultern entspannt, deinen Nacken lang und aufgerichtet, einen richtig wunderbaren aufgerichteten Stand hast. Die erste Sequenz, die erste Übungseinheit nennt sich die sogenannten Four Thumbs, die Four Daumen, die vier Daumen in dieser Sequenz des Wake-up. Der erste Punkt dieser Four Thumbs ist K27, der Endnierenpunkt. Und dafür suchst du deine Schlüsselbeine oder findest deine Schlüsselbeine mit deinen Finger und gehst nach innen, bis du diesen Endpunkt hier innen findest. Dann gehst du wieder etwas zurück nach außen und etwas nach unten. Dann bist du etwa hier. Und dann nimmst du deine Finger und wenn wir tappen, tappen wir ganz sanft mit den Fingerspitzen. Du hast die Option, mit deinen Fingerspitzen zu tappen. Du kannst diesen Punkt sanft massieren, wenn das Tappen sich zu intensiv anfühlen sollte. Du kannst aber einfach nur in deinem Energiefeld tappen. Rund um unseren Körper ist Energie. Wir sind Energie, um uns herum ist Energie. Das heißt, wenn du auch nicht an deinem Körper direkt, sondern in dem Energiefeld um dich herum arbeitest, ist es genauso effektiv wie direkt an deinem Körper oder auf deinem Körper. Die ganze Zeit während dieser Sequenz atmen wir ein durch die Nase und aus durch den Mund. Also lass uns gemeinsam starten, finde den Punkt, bring deine Fingerspitzen hin, entscheide, ob du tappen, massieren am Körper oder im Energiefeld möchtest. Atme ein durch die Nase und aus durch den Mund. Dieser erste Punkt, K27, ist da, um deine Energie aufzuwecken. Es ist wie deinen Computer anzuschalten, bevor du an deinem Computer arbeiten kannst. Wächst du die Energie auf, bevor du in deinem Energiefeld arbeiten möchtest. Atme ein durch die Nase und aus durch den Mund. Und dann kommen wir langsam zum Brustbein. Du kannst das Brustbein hier sanft tappen oder auch sanft auf- und ab massieren. Du kannst mit einer Hand tappen oder mit beiden Händen. Du atmest ein durch die Nase und aus durch den Mund. Unterhalb deines Brustbeines ist die Thymusdrüse und die ist sehr gut, um dein Immunsystem zu stärken. Es ist immer gut, wenn du spürst, eine Erkältung ist um die Ecke herum oder Allergien machen dir vielleicht zu schaffen, ist das ein guter Punkt, mit dem du arbeiten kannst. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Ganz langsam geht was nach unten, am unteren BH-Träger entlang nach außen, bis du außen an den Rippen bist. Und dann fängst du an, diesen Punkt sanft zu tappen oder auch zu massieren mit den Fingern, mit den Fingerspitzen. Kannst entlang den Rippen gehen oder außen bleiben. Das ist einer der Milzpunkte und er hilft dir zu verdauen. Emotionen zu verdauen, Gefühle zu verdauen, Gedanken zu verdauen, hin natürlich auch deine Nahrung zu verdauen. So ganz sanftes Tippen hier, während du durch die Nase einatmest und durch deinen Mund ausatmest. Und dann kommen wir zu einem der Magenpunkte unterhalb deiner Augen, dieser Wangenknochen hier. Und auf den Wangenknochen fangen ganz sanft an zu tappen. Du atmest währenddessen ein durch die Nase und aus durch den Mund. Dieser Punkt ist da, um deine Energie zu erden. Das heißt, währenddessen du diesen Punkt sanft tappst oder massierst am Körper oder im Energiefeld, spür die Verbindung deiner Füße zur Erde unter dir. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Dann senke die Hände langsam nach unten. Ich komme jetzt zu dir ins Stehen. Bleibe kurz in der Ruhe stehen. Die nächste Sequenz in dieser Übungseinheit, dem Wake-up, ist der Cross-Crawl. Und da kreuzen wir die Energie des Körpers von rechts nach links und links nach rechts, um zu bewirken, dass die Energiesysteme, die auch in deinem Körper sich kreuzen, optimal miteinander arbeiten können. Um
zu beginnen, beginnst du erstmal mit der gleichen Seite. Das heißt, du beginnst mit rechter Hand auf rechten Bein und linken Hand auf linken Bein. Tappe ganz sanft, während du durch die Nase einatmest und durch den Mund ausatmest. Und dann schüttle deine Hände aus. Und jetzt kreuzen wir die Energie, mit dem du die rechte Hand auf dein linkes Bein bringst und die linke Hand auf dein rechtes Bein. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Und dann schüttle nochmal deine Hände aus. Und wir haben natürlich auch eine Rückseite, von daher wollen wir auch ganz sanft die Energie entlang der Rückseite unseres Körpers kreuzen. Du atmest ein durch die Nase und aus durch den Mund. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Dann schüttel die Hände nochmal aus. Jetzt bring die Hände auf dein Schambein, rechts auf links oder links auf rechts. Spür dich für einen Moment. Die nächste Sequenz nennt sich der Sip-Up. In dieser Sequenz, ist gedacht, um deine Energie zu schützen, dich vor der Energie anderer zu schützen und die Energie, dich vor der Energie in der Umwelt, die dich umgibt, zu schützen. Du kreierst eine sogenannte schützende Energie um dich drum herum und bringst in diese Energie, während du es in den Sip-Up machst, die positive Kraft einer Affirmation in das Energiefeld um dich herum. Das heißt, such dir eine Affirmation aus, ein Wort, einen kurzen positiven Satz, etwas, was du in dein Leben hineinbringen möchtest. Etwas wie, ich bin entspannt, ich bin glücklich, ich bin friedvoll, ich bin sicher. Nimm dir einen ganz kurzen Moment Zeit, um zu finden, was du in deinen Tag hineinbringen möchtest, in dein Leben hineinbringen möchtest. Und dann gehst du entlang des Zentrums deines Körpers nach oben, auf Höhe deines Kinns, flippst du deine Hände und kreist deine Arme nach unten. Einatmen und ausatmen. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Du bringst diese Worte in dein Energiefeld hinein, währenddessen du wie eine Art schützende Energieblase um dich herum kreierst. Ein. Ich stelle mir auch manchmal vor, dass ich wie eine Energiedusche nehme mit den Worten oder mit der Affirmation, die ich in mein Leben hineinbringen möchte. Dass ich die Worte auf mich drauf rieseln lasse und in mein Energiefeld hinein. Die letzte Übung ist der sogenannte Hook-Up. Dafür bringst du einen Mittelfinger in deinen Bauchnabel, den anderen Mittelfinger zwischen deine Augenbrauen. Ganz sanfter Druck nach innen, sanfter Zug nach oben. Atme ein durch die Nase und aus durch den Mund. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Nochmal ein durch die Nase und aus durch den Mund. Dann entspanne. Der Hook-Up ist dann, deine Aura zu stärken, dich zu zentrieren und dir etwas mehr das Gefühl von Frieden und Sicherheit zu geben. Das war der Wake-Up. Wie ich schon sagte, eine ganz kurze Sequenz, um deinen Energiekörper zu balancieren, zu stärken und zu schützen und ja, wunderbar am Morgen zu üben. Wie du siehst, es ist wirklich nicht lange und ohne meine ganzen extra Erklärungen ist es wirklich eine Sequenz, die zwischen 2 und 4 Minuten dauert, je nachdem, wie lange du dich mit jedem Part davon aufhältst. Vielen Dank, dass du mit mir den Wake-Up praktiziert hast. Wenn du Fragen hast, tipp sie in die Kommentare. Ich sage immer nur, als Lehrer kann ich nur lernen, wenn meine Studenten mir Fragen stellen. Das heißt, nur davon werde ich besser. Und wenn du das Video mochtest, gib mir einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere meinen Kanal, sodass du jedes Mal eine E-Mail bekommst, wenn ich ein neues Video online stelle. Hab einen wundervollen Tag, voller Energie, geschützt vor Energie anderer und gestärkt mit deiner eigenen wunderschönen Energie um dich drum herum. Namaste.